5 Monate vor der Bundestagswahl in Franken. Aufbauarbeit für einen Abgeordneten der AfD. Sie gucken so neugierig, wir beißen nicht. Keine Angst, wir beißen nicht. Trauen Sie sich mit uns zu sprechen? Ich ja. Echt? Ja, warum nicht? Ja, weil wir von der ganz, ganz bösen, rechtsextremen Partei sind, die kleinen Kinder frisst, ihr Blut trinkt. Sie wissen doch alles, was man sich hier über uns erzählt. Ne? Hans-Jörg Müller, Unternehmensberater, seit 2017 im Parlament. Er steht dem rechtsextremen Flügel nahe. Wir werden hier angefeindet ohne Ende, weil wir uns wirklich für die Wiedereinführung eines demokratischen Systems stark machen. Dazu muss man den Rechtsstaat wieder einführen. Wenn man noch selbst denkt und sich und kritisch hinterfragt, was uns in der Öffentlichkeit an Lügen vorgesetzt wird, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker. Ne? Und wenn man eben, sagen wir mal, zu sich selber und seinen eigenen Interessen steht und keine Selbstaufgabe betreibt, dann ist man ein Nazi. Ja? Ich meine, wenn unser Land weiter so runtergewirtschaftet wird, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier im Bürgerkrieg versinken. Und was halten Sie für Russland? Stört Ihnen nicht, dass in Russland Menschenrechte zerstört werden, dass in Russland praktisch Faschisten an Macht sind? Also mich stört grundsätzlich, wenn Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Ja. Und das ist in Russland so. Warten Sie mal, mich stört grundsätzlich, wenn Menschenrechte missachtet werden. Mich stört grundsätzlich, wenn totalitäre Herrschaftssysteme gegen die Menschen agieren. Ja, das ist in Russland. So, und das ist in Deutschland auch der Fall. Nein. Wie bitte? Wir sprechen jetzt über Russland. Nein, ich spreche jetzt über Deutschland. Die bürgerlichen Freiheiten sind heute in Russland wesentlich größer als in Deutschland, weil da wird man nicht gegängelt mit Testterror, mit Impfterror und mit Maskenterror. Das will ich Ihnen sagen. Ich kann als Mensch, ich möchte das Politische weghaben, ich kann als Mensch heutzutage in Russland viel freier leben als in Deutschland. Schauen Sie sich doch an, was hier los ist. Das haben Sie in Russland nicht. Tut mir leid, ich habe eine andere Meinung. Okay. Wir sind laut. Gegen die Corona-Maßnahmen wütet Müller seit deren Beginn. Wundert das Ding, das macht krank, weil man uns die Freiheit raubt. Auch im Sommer 2020 auf einer Spontan-Demo in Berlin. Die Kritik an den Maßnahmen und deren Verhältnismäßigkeit wächst. Müller hofft damals auf einen Umsturz. Schau mal, ob du die ankriegst. Oh, das ist kein Akku mehr da. Ein rechter YouTuber filmt ihn. Beide suchen den Krawall. Geht? Hey, aufpassen hier! Hey, er hat mich angerempelt! Hey, ich will hier angerempelt! Stefan! Nein, ich lass mich von euch! Ich habe ihn nicht angegriffen. Ich stand im Weg und er hat mich weggerempelt. Das hat jeder gesehen. Ja? Schon wieder geschoben. Ich bin jetzt auch von hinten noch angerempelt worden. Hast du das gesehen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich sag gar nichts mehr dazu, ja, wie man hier mit den Leuten umgeht. Der Protest kommt damals von sehr unterschiedlichen Seiten. Müller hofft, dass er die Regierung wegfegt und den Staat erschüttert. Es gibt mir durchaus seelische Hoffnung, dass das hoffentlich hier wirklich vielleicht ist der Kern einer Bewegung wird, wie wir schon 1989 in der DDR hatten. Es wird ja auch Zeit. Zurück in Würzburg. Der AfD-Wahlkampfstand hat sich inzwischen herumgesprochen in der linken Szene. Müllers Helfer sind alarmiert. Die Antifa wurde gerade herbeigerufen von dem Kollegen mit den Haaren. Ja. Also man sieht ja auch an der Kleidung, wo die Leute her sind, finde ich hochinteressant. Ich gehe jetzt mal zur Polizei und melde das. Grüß Gott, ja. Die haben sich schon ziemlich nah an den Stand gewagt. Ich wollte es also Ihnen nur sagen. Ja, das. Gut. Danke. Ja. Eigentlich fühlt Müller sich unterdrückt vom Staat. Hier lässt er sich und seinen Stand von ihm beschützen. Wird lustig. Hans-Jörg Müller erwartet Ärger mit der Polizei. Ohne Maske unterwegs im Münchner Hauptbahnhof, obwohl die hier Pflicht ist. Das war jetzt ein Wunder, keine Ahnung warum. Die sogenannten Querdenker haben Müller nach München eingeladen. Er soll auf einer ihrer Kundgebungen sprechen. Das macht er inzwischen öfter. Der Höhepunkt für ihn: November 2020.
Direkt neben dem Bundestagsgebäude demonstrieren Tausende gegen die Corona-Gesetze. Auch rechtsextreme vereinnahmen die Wut. Hans-Jörg Müller nutzt die Bühne. Und heute sollen durch die Zementierung des ewigen Ausnahmezustandes, durch das neue Gesetz, sollen alle Marionetten auf Linie gebracht werden, damit hier es überhaupt keine echten demokratischen Entscheidungen in diesem Land mehr geben kann. Das ist ein Verrat an der Demokratie, das ist ein Verrat an der Freiheit. Das Souverän sind nicht die da drüben, das Souverän sind wir. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Da geht's rein, ne? Genau. Zurück in München. Da geht's durch, oder? Müller hat den Ort der Kundgebung erreicht. Ja, nichts los. Gar nichts. An diesem Maitag kommt kaum jemand zur Querdenker-Demo. Ach ja. Ja, also, können gerne meinen Herzschmerz weiter abfilmen hier. Also, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mann, die haben die Massen mobilisiert, aber da waren die Massen auch dran interessiert, mobilisiert zu werden. Du lebst mit Liebe deine Taten, du lebst durch Liebe lebenslang. Wer es immer noch nicht verstanden hat, wer in Tiefschlaf in der Demokratie lieber grillen geht heute, als sich hier für ihre Rettung zu engagieren, der hat es auch nicht anders verdient, als dass er in der Diktatur aufwacht. Es ist leider so. Also wenn wir hier, sag ich mal, nicht diese hedonistische Wohlstandsbevölkerung hätten, sondern noch so mal die kernigen Deutschen, wie wir sie 1989 in der DDR hatten, die einfach sagen, jetzt reicht's, wir müssen für die Freiheit auf die Straße gehen. Die Regierung unterdrückt uns in einem Maße, das ist nicht mehr hinnehmbar. Wo sind hier die Menschen? Ja? Also Sie hören da eine tiefe Enttäuschung raus. Ja gut, dann haben wir es halt nicht anders verdient, dann gehen wir halt unter. Ja? Hans-Jörg Müller von der AfD gibt auf. Nadja? Ich habe hier noch jede Menge Blöcke. Es ist schade, irgendwie unbeschriebenes Papier wegzuwerfen. Nach 4 Jahren im Bundestag ist er frustriert vom Parlamentsbetrieb und seiner eigenen Partei. Also der AfD ist es genauso gegangen wie allen anderen Parteien vorher auch. Also sie wird ferngesteuert von externen Lobbyisten, die hier also ihre eigenen, sag ich mal, Schauspiele rumlaufen haben bei uns in der Partei. Ich heiße Hans-Jörg Müller, bin 53, verheiratet, 3 erwachsene Kinder und 1 süßes Enkelkind. Anlass des Frusts, Bayerns AfD hat Müller auf einen hinteren Listenplatz gewählt. Seine Erzählungen über Corona waren auch den Parteifreunden suspekt. Die wollen das selbstbestimmte Menschsein, wie wir es gewohnt sind, abschaffen. Und es wird damit enden, dass wir Menschen mit Maschinen zu Cyberborgs verschmolzen werden. Hier nehmen wir mit in meine Bücher. Ja, mein Fehler ist die ganze Zeit gewesen, ich habe mich mehreren Möglichkeiten und Verlockungen, mich anzupassen, denen bin ich nicht gefolgt. Also mein permanenter Fehler war die ganze Zeit, dass ich eben mir eigene Gedanken gemacht habe. Müller könnte noch kämpfen für ein Direktmandat. Aber er will zurück in seinen alten Beruf als Unternehmensberater. Lukrative Aufträge habe er schon. Ich gehe jetzt wieder in den Bereich der Nichtwähler zurück, wo ich hergekommen bin, weil ich halte dieses System für unehrlich, ich halte es für verlogen, ich halte es für Betrug am Bürger, ich halte es für Betrug an der Demokratie und damit möchte ich nichts mehr zu tun haben.